Kuckuck, da bin ich wieder. Modern Warfare Remastered Folge. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas. 14 plus. Und so. In der letzten Folge konnten wir leider nicht verhindern, dass zwei Raketen starten, wie man gesehen hat hier im Vorspann. Mal sehen, was die Mission so bringt. Auch gameplay-technisch, was sie so bringt. Bravo 6, wir arbeiten immer noch mit den Russen an den Startcodes. All in. Weitermachen, Ende. Oh, los geht's! Los, los, los! Bravo 6, Scharfschützenteam 2 ist jetzt in Position. Wir geben Deckung und klären von hier aus auf. Over. Verstanden! Haltet uns auf dem Laufenden! Ende! Also die Speicherpunkte sind manchmal komisch gesetzt. Die sind immer nur gerade 3 Meter gelaufen. So. Was? Kugel und Granaten reichen. Bravo 6, hier Kommando, Lagebericht, over. Wir sind innerhalb der Umzäunung, nähern uns den Toren zu den Silos, Ende. Jetzt, liebe Leute, gibt's was aufs Fressbrett. Achso, ne, die lasse ich. Die Dwaganov hieß sie, ne? Da können wir nicht lang! Wir müssen nach rechts! Ja, wir müssen nach rechts! Ich würde ja mal primär jetzt mal versuchen, nicht zu sterben. Wir müssen nach rechts! Oh, Alter! Ja, das ist gerade gameplay-technisch ist das gerade eine Zumutung. Naja, ihr seid unglaubliche Scherzkekse, dann schießt die doch mal weg. Jetzt renne ich durch, fickt euch. Oh, Entschuldigung. Ja, mit Raketen auf ihn. Ey, fickt euch. Ihr seid total unübersichtlich und... Bravo 6, hier Kommando, Lagebericht, over. Wir sind innerhalb der Umzäunung, nähern uns den Toren zu den Silos, Ende. Ah. Wir brauchen mehr Bodenunterstützung, Sir. Das habe ich schon erledigt, Griggs. Oh, Alter. Ah, ihr Ficker.
Ja, du kleine Ratte. Ah, du auch? Du auch? Ja, genug für alle da. Könnt ihr vielleicht irgendwann ein paar Leute ausschalten, ihr Trottel? Gebt mir Deckung, ich jage das Tor hoch! Oh, oh! Wie ist das Tor denn eigentlich? Sprengung! Ach, das Tor, gut. Mehr BMPs! In Deckung! So, Briggs, schaltet sie aus! Los! Ach, auch eine schöne Map. So. In. Ach. Ich will eine Nebelwand haben. Ich brauche einen Granatwerfer. Ah. Oh. Wieso hat... Das macht Gott echt keinen Spaß, muss man ganz klar so sagen. Ja, fick dich. Gott, macht das viel Spaß. Boah, ich freue mich. Das Tor, los geht's! Mehr BMPs in Deckung! So, Briggs, schaltet sie aus, los! Na, dann schaltet doch die Vögel da drumherum aus. Ja. Ja, ja. Das Tor, los geht's! Mehr BMPs! In Deckung! So, Briggs, schaltet sie aus! Los! Ah! Das ist ja da hinten! Wo ist denn der?
Mann. Bravo 6, Ihr Angriff Team 3. Wir kommen von Nordwesten. Wiederhole, wir kommen von Nordwesten. Ziel überprüfen und bestätigen. Over. Verstanden, Team 3. Ihr trefft uns am Nordende der Startbahn bei den Lüftungsschächten. Ende. Gehen dann die nächsten Raketen los, oder? Achso. Ehrlich jetzt? So. War ich ein bisschen voreilig. Meine Schuld. Oh, ich bin mal falsch. Entschuldigung. Jetzt werde ich erstmal warten, bis die mich reinlassen. Team, wir kommen in ein paar Sekunden durch die Lüftung. Gehen rein, bereit halten. Trupp, einklinken! Bravo 6, zwei Helis nähern sich schnell eurer Position. Ihr müsst außer Sicht. Okay, wir sind drin. Team 1 geht rein. Team 2 geht zur Sicherheitszentrale. Team 3 betritt die Basis. Bravo, Team. Wir haben gute und schlechte Neuigkeiten. Die Startkontrolle befindet sich einen halben Kilometer südwestlich. Dort müssen Sie die Abbruchcodes hochladen und so die Raketen in der Luft zerstören. Guess, geh mit den Amis zur Sicherheitszentrale. Soap, Griggs und ich gehen zur Startkontrolle. Verstanden. Kommando, was sind die schlechten Nachrichten? Wir versuchen noch immer, die Abbruchcodes zu bekommen. Over. Zum Teufel damit, wir geben unser bestes Ende. So, da die Folge ein bisschen kurz war, hängen wir direkt noch ausnahmsweise eine zweite Mission dran. Und die Ladezeit schneide ich wie immer raus. Weil das sind aus wie 3 Minuten. Bis dann. Alles klar, dann weiter. So, das waren jetzt wirklich knapp 3 Minuten Ladezeit. Captain Price, hier ist Fritz Delta 6. Wir sichern den Ostflügel und sind unterwegs zur Basis-Sicherheitszentrale. Over. Verstanden, Delta 6. Wir sind direkt über euch in der Lüftung. Passt auf, wo ihr hinschießt. Verstanden, Sir. Das ist mein Schlauchlevel. Captain Price, hier 2 Yankee 6. Wir stoßen im Südflügel auf heftigen Widerstand. Wir haben unseren Zugangspunkt abgeriegelt. Over. Verstanden, Yankee 6. Gruppiert euch mit Team 2 und helft ihnen, die Kontrolle über die Basis zu erlangen. Over. Verstanden, Sir. Wir ziehen uns zurück und schließen uns mit Team 2 zusammen. Yankee 6, Ende. Hübsch ist es schon, also. Haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Captain Price, wir senden Ihrem Team die Abbruchcodes, die Sie für die Selbstzerstörung der Raketen brauchen. Sie haben noch 11 Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen. Over. Ach. Wrażenskie wojska wstupili w wazon baraków. Potrzeźnienie, nieobrażenie w barakach. Hat auf jeden Fall Alien getroffen. Man muss halt gucken, dass man hier ein... Scheiß auf den Laptop, so. Oh, Ficker!
Ich habe gedacht, ich renne mal durch. Das Wort, glaube ich, bei Black Ops 1 hatte man auch in... Oder das ist eine alte... 11 Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen. Das Wort, glaube ich, in die Mine oder so. Erstmal komplett daneben semmeln. Ach, könnt ihr mal mitmachen, ihr Spastis? Ach, hier bin ich vor uns. Ich suche halt wirklich immer noch so instinktiv ein bisschen nach diesen scheiß Laptops. Was? Verreck doch einfach. Die ist cooler, die verzieht mir so, ah. Ja, das Spiel gespeichert. Ah, hiermit. So lächerlich manchmal, echt jetzt. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen uns sputen. Na, ich... beeil mich ja schon. Auch von hinten. Ja, danach kommt er, so ein Idiot. Ach. Обеспечьте все ракетные позиции. Подача горючего отделена. Сэр, was ist da los? Was sagen Sie? Wir haben einen verdammten Countdown gestartet. Partei im Startet die übrigen Raketen. Weiter jetzt. Wir haben noch 8 Minuten. Oh Mann, das ist so ein Kackscheiß. Echt jetzt? Man kann es doch übertreiben. Also das haben die späteren Spiele wirklich besser gemacht. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Was ist da los? Was sagen die? Wir haben einen verdammten Countdown gestartet. Partei im Start, die übrigen Raketen. Weiter jetzt. Wir haben noch 8 Minuten. Oh, wollt ihr mich verarschen? Mann, ey, so ein Bullshit. Bullshit. Muss man ehrlich sagen, das ist dämlich. Войска противника достигли места запуска. Опечайте двери. Вход в комнату комнаты. Внимание! Начат основной запуск в третьей по шестой шахте. Обеспечьте все ракетные позиции. Подача горючего отделена. Сэр, вы слышали? Вы сами! Я
Reihe startet die übrigen Raketen. Weiter jetzt. Wir haben noch 8 Minuten. Was, hier lag doch. Na los, ist gut jetzt. Von den nächsten. Captain Price, Gas hier. Wir haben die Sicherheitszentrale der Basis übernommen. Wie ist der Status? Over. Team 2, wir sind in Position. Öffnet die Außentür zur Startkontrolle. Verstanden, wir sind dabei. Na, jetzt aber los, wir, ne? Haben es gleich. Geschafft. Die Türen sind jetzt aktiviert. Oh Mann, was für ein Mist! Gas, geht das Licht ein bisschen schneller? Negativ, Sir. Aber wie wäre es mit ein bisschen ziehen, wenn das Spaß macht? Alter Frechdachs. Alter Frechdachs. So reden Vierjährige, aber naja. Scheiße! Ups. Upsi. Oh, hier, Entschuldigung. Team 3 in Position an der Südostseite des Startkontrollraums. In Bereitschaft. Seid ihr an der anderen Wand? Over. Bestätigt. Bereiten Eindringen vor. So, Sprengsätze platziert. Los. Los, los, los. Wir gehen rein. Oh. Da ist wahrscheinlich... Oh, ist da einer drin. Oh! Sicher! Zug die Codes eingeben! Wir achten auf feindliche Verstärkung! Wo denn? Ach so. 4 Minuten. Oh, halten! Zur Bestätigung bereithalten. Bereithalten. Bravo 6, alle Sprengköpfe wurden im Flug zerstört. Es gibt unzählige Bruchstücke, aber die meisten landen im Ozean. Sir, sehen Sie sich die Übertragung an. Sakaev, er hebt ab. Captain Price, hier Gas aus der Sicherheitszentrale. Sie sind mit Trucks gekommen. Ich denke, wir können sie brauchen, um hier rauszukommen. Ich übertrage die Koordinaten des Fahrzeugdepots. Verstanden. Treffen uns beim Fahrzeugdepot. Ende. Alle mal mir nach. Gehen wir. An alle Teams, hier Kommando. Wir empfehlen, das Gebiet sofort zu verlassen. Große feindliche Streitkräfte nähern sich ihrer Position. Verschwinden Sie jetzt. Wir haben Gesellschaft! Feindliche Verstärkung kommt! Oh.
Bisschen schneller. Ja, ich renne da mal. Schon eine ziemliche Fernkampfwaffe. Na dann los, kommt. Bewegung, Bewegung, da wird geschlichen oder was? Meine Fresse. Hier spricht Gas. Wir werden hier oben beim Fahrzeugdepot beschossen. Wo zum Teufel seid ihr? Wir kommen den Lift rauf. Bereit machen. Also, ich hätte ja nichts dagegen, Sakaev ins Visier nehmen zu können. Hinten anschneiden, Nummer ziehen. Wenn er sich vorher findet. Oh, Entschuldigung. Wie man halt seine eigenen Leute erschießen kann. Nein, wollte ich nicht. Alles klar, die Trucks, los jetzt. Oh. Ihr habt ihn gehört. Bewegung. So. Längere Folge. Bis zur nächsten.